Letztens da Ekaterina Leonova ungeschminkt im Bikini, diese Tage haben mir sehr gut getan. Ekaterina Leonova schickt Grüße aus dem Urlaub, im knappen Bikini und ohne einen Hauch von Make-up im Gesicht. Ekaterina Leonova, 37, strahlt übers ganze Gesicht und sieht dabei unfassbar schön und natürlich aus. Die Let's Dance-Profitänzerin hat gerade einige Tage mit ihrer Freundin und Kollegin Maria Maxina, 27, auf Mallorca verbracht und sich dort pudelwohl gefühlt. Ungeschminkt, ungestylt, einfach naturpur, einfach Strandmodus, schwärmte Ekaterina Leonova ihren Fans auf Instagram vor und schickte dazu auch noch einige Fotos. Eines davon verzauberte die Fans der Tänzerin besonders. Ekaterina Leonova, diese Tage haben mir sehr gut getan. Auf dem posiert die hübsche Dunkelhaarige in einem knappen Bikini vor einer mallorquinischen Traumkulisse. Ein Schnappschuss, der mittlerweile zwar ein paar Tage her ist, den Ekaterina Leonova aber trotzdem noch gerne mit ihren Fans teilt. Schon einen Tag nach dem Urlaub fühle ich mich so, als ob der Urlaub vor einer Weile war. Wer kennt das auch? Will die Tänzerin von ihren rund 314.000 Followern wissen. Die Fotos vom Urlaub seien aber dank Fotografin Maria trotzdem sehr cool geworden. Findet Ekaterina Leonova und fügt dann ganz verträumt hinzu, ach, das war ein kurzer, aber super schöner Urlaub. Diese Tage haben mir sehr gut getan. Und jetzt geht es mit den Projekten weiter. Wer lässt sie so schön strahlen? Bei ihren Fans kommt das Bild super an. Du siehst mega erholt aus. Auch im Bikini hast du eine Bombenfigur. Kommentiert ein weiblicher Fan das sinnliche Bikini-Foto. Schönheit mit Herz, Hirn und Niveau, schmeichelt ein anderer. Und ein weiterer findet, schönste Frau überhaupt. Dein zukünftiger Traumprinz kann sich mehr als glücklich schätzen. Doch ob es denn nicht vielleicht schon gibt? Zuletzt schürte Ekaterina Leonova höchstpersönlich die Gerüchteküche und sprach von einer Vertrauensperson. Vielmehr ließ sie sich aber nicht entlocken. Ich versuche zumindest einen Teil von meinem Leben noch für mich privat zu halten, erklärte sie gegenüber RTL. Doch Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und die neuesten von Ekaterina Leonova sprechen für sich.